Ich würde lieber noch in Epoche 3 kommen. So, machen wir noch ein paar Speer- und Axtkrieger. Komm noch gleich Stufe 2er. Dann will ich mir die Helden noch aufstufen. Auf das Herz. Das Gefiechzeug spawnt ja eh wieder nach, also. Speer steht bereit. Krieger steht bereit. Hier sind die Mammuts. Ein Schuss, ein Treffer. So. Ha. Ich werde für euch kämpfen. Ja. Bring 26 Schäden. Ich werde für euch kämpfen. Oh oh. Heilige Spitz. Heilige Spitz. Ein Schuss, ein Treffer. Oh yeah. Und jetzt töte das Ding, bevor es Eier legen kann. Würde ich mal sagen, ruf mir Kaul auf die dritte Stufe. So, zudem hat der das Lagerhaus die Lagerkapazität natürlich erhöht, weil, ist ja klar, ist ja ein Lagerhaus. Warum sollte ein Lagerhaus nicht die Lagerkapazität erhöhen? So, My Quest, was haben wir eigentlich so? Hilfe für den Erzdruiden, rettet die Mammuts, Basisaufbau, bauen Sie eine Kaserne, bauen Sie eine Waffenschmiede, erfinden Sie Epoche 3, erweitern Sie eine kleine Tierfarm zu einer großen Tierfarm, bauen Sie einen Tempel und stellen Sie ein Heer von 5 Lanzenträgerinnen auf. Sie müssen die 5 Einheiten gleichzeitig unter Ihrer Befehlsgewalt haben. Okay. 5 Stück davon. Ich hab nur 4 Plätze. Ah, alles klar. Wie kommt das Vieh da rein? Ah, alles klar. Kommt. Ich würde mal sagen, Tod, Tod dem Wollnashorn. Zack, tötet es! Platz da! Auf dem Weg! Platz da! Moment, was habe ich hier noch? Smidodon-Jagd, das versunkene Schiff, okay. Was gibt's? Von mir aus. Ah, wir können jetzt einen Tempel machen. Bauen wir mal einen Tempel. Und zudem erhöhte Bogenreichweite mal erforschen. Okay, es braucht alles Holz. Ich sehe schon. Ich hole mir jetzt nochmal 2 Holzfäller. Weil ganz ehrlich, irgendwie in jedem Spiel ist das bei mir so. Ich habe nie genügend Holzfäller. Oder ehrlich gesagt, das Holz geht mir immer zu schnell aus. Arbeiter ist bereit. Ihr werdet jetzt Holz sammeln gehen.
So, hier kommt die große. Braucht 30 Schäden. Theoretisch könnte ich schon in die vierte Stufe, aber da so weit bin ich noch nicht. Dann machen wir mal zwei Druiden. Und ihr bewegt euren Arsch mal zum Haupthaus. Und wartet, bis ihr neue Befehle erhaltet. Hey, worauf wartet ihr? Ich gehe vor. Das ist noch ein kleines Wollnashorn. Kann ich helfen? Jemand verletzt. Jemand verletzt. Hey, brauchst du Heilkräuter? Also, Druide ist aus. Erstklassige Qualität. Okay. Oder diese Pilze, also. Ich sag dir, oh. Alles so schön bunt hier. Hast du das eben auch gehört? Brauchst du Heilkräuter? Boah, wie so ein richtiger wie so ein Drogendealer halt so. Hey, pssst, komm mal her. Ich habe hier ganz exklusive Ware für dich. Oh, Rhino-Balliste. Rhino-Transporter. Oh, so ein Rhino-Transporter will ich haben. Und ne, so Kampfrino kann ich auch haben. So, dann machen wir hier mal Verstärkung der Armee. Oder Basisverstärkung oder wie man es auch immer nennen möchte. Betreiben wir jetzt. Oh, da ist ein Megaloceros. Ich warte nur noch, bis das Ding 26 Schädel wert ist und dann werde ich es töten. Wie viel Holz brauchen die? 100, okay. Dann kann ich mir noch 4 davon leisten, okay. 3. Nicht 4. Jemand verletzt. Kann ich mir zählen. Tut mir leid. Ich bin dumm, tut mir leid. Rhino-Transporter bereit zum Einsatz. Lanze geschultert und stichbereit. Patsch, patsch. Ja. Meine Lanze führt zum Sieg. Festhalten, festhalten. Los geht's, los geht's. Wer stört? Ja. Dein Wunsch? Ja. Liebe Reisende, der Rhino beißt nicht. Er zerfetzt nur. Spielt ihr da hinten Karten? Oder warum ist es so still? Mann über Bord? Hey, wozu sind wohl die Gurte gut? Liebe Reisende, der Rhino beißt nicht. Er zerfetzt nur. Wie sie das anhört. Liebe Reisende. Der Rhino beißt nicht. Er zerfetzt nur. Alter. Feuer frei. Feuer frei. Attacke. Los, töte das Rhino da unten. Von der Rhino-Transporter. Die greifen von oben an und der Rhino greift zusätzlich nochmal an. Und so. Ja, irgendwie steige ich mich da immer so etwas zu stark rein. Töten wir noch mehr Rhinos. Los. Tot den Rhinos. Tot den Rhinos. Tot den Rhinos. Dein Wunsch. Dein Wunsch. Los geht's. Bin bereit. Hier lang. So, jetzt kommt noch eine fünfte davon. Da müsste ich bei Basisaufbau eigentlich alles haben. Und dann können wir auf Wildererjagd gehen. Und dann kriege ich hoffentlich mehr Schädel, womit ich meine Einheiten aufstufen kann, um bessere Einheiten zu bekommen. Nicht besser, sondern mehr Einheiten. Ich sehe, das Dorf ist nun so fest an seinem Platz verwurzelt wie ein alter Baum.
Jetzt solltet ihr euch um vier Mammutfamilien kümmern, die auf meiner Insel leben. Die Wüstenreiter trachten danach, sie zu erlegen. Wir sollten die Gegend mit einer Mauer absichern, bevor wir aufbrechen. Nee. Wobei, am Hafen könnte ich auch nochmal eventuell zwei Türme anbringen. Wobei, nein, das mache ich später. Schon unterwegs. Da nochmal ein Haus hin. Einfach so, und damit ich vielleicht noch ein bisschen mehr Bevölkerung habe. Aber ich kann Stufe 3 Axtkrieger jetzt machen. Jemand verletzt. Ja. Wie du wünschst. Natürlich. So. Wobei, an der Stelle speichere ich mal Spielname. Einfach Spielname. Ja. So, jetzt müssten die eigentlich vorankommen. Ah, da sind sie ja. Los geht's. Meine Verbündeten. Los, Cole! Kommt! Und los! Mag das! Kann ich helfen? Ihr habt euch tapfer geschlagen. In mir wächst die Ufer heran wie die Pflanzen nach einem Sommerregen. Lasst uns die anderen Mammut zu. Kann ich helfen? Kann ich helfen? Und könnt ihr die heilen? Jemand verletzt? Nein, das könnt ihr nicht. Schade. So, ich will mir eigentlich noch einen Kampfrino machen. Und so eine Rhino-Balliste. Beides ist sehr cool. Denke ich zumindest. Weil, muss sagen, ich kenne das jetzt auch nicht mehr so auswendig. Oh, Axtkrieger, Kriegsschrei. Sind dadurch ab Level 3 fähig, die Schadenswerte eigener und verbündeter Einheiten in ihrer näheren Umgebung zu erhöhen. Cool. So, jetzt brauche ich erstmal 100 Schädel, um hier dann jemanden aufzustufen. Nur stark gegen die Einheiten. Oh, die da unten gleich drei Buffs hat. Was denn? Ein Bond-Trino, ja. Einsatzbereit. Na endlich. Was ist? Was denn? Wie die alle Waffen von allen Helden hat. Das ist ja cool. Ja, cool. Cool. Brille-Attacke will ich für die noch erlernen. Geht klar. Geht klar. Mobiler Schütze bereit. Jawohl. Okay. Wir kommen. Jawohl. Hm.
Was für ein Schwarz! Rock'n'Roll! Oh ja, die greifen schon an. Was war denn Ankylosaurus? Bewegt euch dahin und greift währenddessen alles an, was ihr seht. Quatsch. Leute, wie er sich hinwirft und so. Hervorragend. Eine weitere Mammutfamilie ist in Sicherheit. Auf zur nächsten Herausforderung. Also diese Mission ist eigentlich auch gar nicht mal so aufregend, muss ich sagen. Oder glaube ich mal jetzt so für den Anfang. Ich glaube mal, ich kriege keine Steine mehr, weil die hier die ganzen Steine abgebaut haben. Genau. Dann bauen die da hinten mal so ein Teil, damit sie hier Steine bauen, wollte ich ja sagen. Der Steine abbauen könnt. Von mir aus. Der da macht ihr das auch mal. Boah, macht mal hinne hier. Bewegung, ihr Memmen. Ihr Memmets. Jetzt los, Alter. Schnapp sie dir. Oh, die einen wollen gleich zu den nächsten weiter. Mit links. Das wäre erledigt. Bleibt nur noch die letzte Mammutfamilie. Okay. Ich hoffe, ich habe da jetzt nicht den Krach bei mir im Hintergrund gehört. Jemand so eine Tür ganz laut zugehauen. Die Beförderung von Code für 4 erlaubt es ihnen, in der Waffenschmiede eine neue Einheit zu bauen. Okay. Den Berserker. Berserker sind mächtige Kämpfer, die sich aber nicht mehr steuern lassen, wenn sie auf feindliche Einheiten stoßen. Weil Berserker halt. Die Berserken hier einfach mal richtig hart durch. Kommt! Ach, die wollen sich mir hier mir entgegenwerfen. In den Tod. Die Mammuts vor einem grausamen Schicksal bewahrt. Zum Dank werde ich euch lehren, wie ihr euch die Kampfkraft der Tiere zu nutzen könnt. Oder. Der Zugang zur Epoche 4 ist nun freigeschaltet. Wenn Sie über die nötigen Ressourcen verfügen, können Sie das neue Zeitalter nun erforschen. Sie könnten diesen Platz nutzen, um Einheiten zu produzieren. Diese haben dann einen kürzeren Weg in die Schlacht. Transportschiffe sind eine ausgezeichnete und schnelle Möglichkeit, um größere Truppen zu ziehen. Allerdings benötigen sie dafür einen Hafen. Oh, die können angreifen sogar. Ich liebe diesen Kompostrum. Hier, Dings, seinen Sniper-Schuss machen. Nee, Bela kann das nicht machen, schade. Okay, auf dem Weg. Dann kann ich nur warten, bis die dann... Da.